Soll ich jetzt schon mal losgehen und nach Seerosen suchen? Ah, jetzt haben wir hier auch einen Villager. Cool. Komm mal her. Der verkauft Fäden. Geil. Toll. Scheiß Pfeile, ey. Braucht doch kein Mensch. Ja gut. Ah, da hinten ist noch was. Wieso sind jetzt hier noch Viecher? Das verstehe ich nicht. Die sind jetzt erst verreckt und so, ne? Gut, Spinnen sind mir aber auch gar nicht mal so unrecht. Weil wir noch die Strings brauchen, jetzt die Fäden. Für den Villager-Handel. Aber ein Sumpf haben wir ja nicht zufällig in der Nähe. Hat mir nicht da hinten einen bei dem Tiger-Ding. Da muss ich jetzt doch direkt nochmal gucken. So, du kannst auch mal weg. Und da haben wir heute wieder nicht weitergebaut am Dorf. Aber ich habe auch irgendwie gar keinen Bock da drauf. Weil ich keine Ideen habe einfach dafür. Deswegen lasse ich das Zeug jetzt erstmal in der Kiste. Und das werde ich dann wahrscheinlich erst auch machen, wenn ich ein richtiges Texture Pack habe, also das geupdatete. Und ich glaube, das lädt sich auch noch ein bisschen Zeit. Ich habe jetzt noch nicht geguckt wieder. Ich denke mal, zur nächsten Aufnahme haben wir dann das geupdatete drin. Da bin ich mir doch schon relativ sicher. Huch, ach. Zur Seite gelaufen und gesprintet natürlich. Und wie man hier sieht, hier unten, ne, bei dem verrotteten Fleisch, da blinkt jetzt die 2 immer so ein bisschen. Sieht man das? Sollte man sehen. Das war früher auch so bei der 1.5, da gab es mal diesen Bug, dass da das Zeug immer so in der Leiste, immer die erste Zahl hier unten in der Leiste, die einstellig war. Also hier zum Beispiel 63 würde jetzt nicht blinken, wenn ich das jetzt hoch tue, müsste beim goldenen Apfel das blinken, bei der 6. Oder? Nee, es geht wahrscheinlich nur bis 5 oder so, keine Ahnung. Jetzt müsste es gleich wieder blinken. Nee, hier ist es jetzt nicht. Keine Ahnung, wann das liegt. Auf jeden Fall war das damals schon so. Dann haben sie es gefixt in der 1.6. Und dann in der 1.8 ist es wieder drin. Also das ist total irgendwie dumm. Wenn sie irgendwas fixen, dann wieder reinnehmen. Aus irgendwelchen Gründen. So, warte mal. Komm, noch eins essen. Und hier ist ja jetzt dieser Dschungelrand, stimmt. Den finde ich auch ganz cool eigentlich. So, warte, erstmal laden. So, da laufen wir mal hier durch. K.O. Wieso liegt denn hier noch Zeug rum? Ich war doch schon tausendmal hier, das müsste doch schon despawned sein. Die Blumen nehme ich mir sogar mal mit. Ausnahmsweise. Aber einen Sumpf haben wir ja nicht. Das ist ja schlecht. Hinten auch wieder Dschungel und alles. Tja, da müssen wir gucken, ob wir irgendeinen Sumpf finden. Ich gucke aber auch als erstmal bevorzugt in der Gegend hier, in der näheren.
irgendwo muss ja mal was sein, weil ich möchte jetzt nicht wieder dieses Theater hier. Ich weiß, wo wir ein Sumpfbiom haben, aber da will ich nicht wieder hin. Weil ich hasse das, da hinzukommen. Das ist so scheiße. Wobei wir eigentlich auch durchs Netherportal könnten, aber ich habe jetzt auch keinen Bock, da die Koordinaten zu suchen. Deswegen suche ich jetzt einfach mal einen anderen Sumpf. Und merken wir jetzt hoffentlich mal, wo wir, wo unser Dorf war. Ich glaube, ich habe es mir gescreenshottet, wo die Koordinaten waren oder was die Koordinaten davon waren. Ah, die Blumen regen mich auf. Komm, weg damit. Solche Blinkdinger gibt's ja gar nicht. Das sind wieder keine echten Blumen, sondern nur solche komischen Plastikblumen. Die ganze Zeit blinken müssen und so. Keine Ahnung. So, aber das hier ist noch nicht mit 1.8 generiert, ne? Hier gibt's nämlich noch die neuen Gesteine nicht. Das ist noch oldschool. Ah, Mist. Na komm, bauen wir uns hier hoch. Ich glaube, ich mache die Musik mal lauter. Weil ich jetzt nicht mehr viel rede. So. Ach, das waren Zeiten. Ich weiß noch, wo ich das hier immer gehört habe. Das war bei Sparks Challenge. Das war cool damals. Oh, guck mal, da oben haben wir die Kürbisgebrüder. Das ist doch mal ein geiles Bild, oder? Guck mal. Wie da die Sonne so hinterm Berg untergeht, das ist ein richtig geiles Bild. Ich hoffe, ich kann das jetzt als Thumbnail machen. Oder das, das ist auch geil, guck mal. Sowas hier, ich finde das immer richtig geil, wenn man sowas auf Thumbnail macht. So ein Bild hier. Stimmt, ja, waren wir ja schon mal und haben Monster gejagt. Ist jetzt auch schon eine Weile her. Das war noch vor meinem, vor meiner Pause. Übrigens wird jetzt bald wieder eine Pause geben. Für 2 oder 3 Wochen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Ja, da muss ich ja nächste Woche nur nochmal aufnehmen und dann ist ja Schluss. Stimmt. Ich glaube, dann nehme ich noch mal 1,5 Stunden auf am Montag oder so. Keine Ahnung. So können wir das machen. Und dann hätte ich schon vorproduziert bis vor meinem Urlaub. Weil der ist schon jetzt in 2 Wochen irgendwie. Oder für euch jetzt schon in 1,5 Wochen. Und dann mache ich dann wieder ein bisschen Pause. So wie sich das gehört. Auch auf meinem zweiten Kanal. Aber da werde ich nicht noch mal extra ein Infovideo hochladen. Da schreibe ich dann einfach in den Titel, dass ich Pause mache halt. Kann es ja sein, dass ich nicht nochmal aufnehmen muss sogar mit Mr. Boni. Ja, genau. Ich glaube, wir müssen noch nicht mal aufnehmen nochmal, oder doch? Ach, keine Ahnung. Gucken wir mal. Weil wir haben ja das letzte Mal wieder ziemlich viel vorproduziert. Im Let's Play Together auf dem zweiten Kanal. Und das wird ja jetzt auch nicht mehr ewig gehen. Bis 100 Folgen noch und dann ist Schluss. Mal sehen, ob wir dieses Jahr das noch schaffen. Ich glaube mal nicht. Ich glaube, das wird das nächstes Jahr was, die 100. Folge. Die kommt also dann erst 2015. So. Na, Spinni? So, da ist ja schon unser Kackstift, der uns zur Höhle führt. Ich
glaube aber, ich muss das Zeug mal leiser machen hier, hä? So. Ah, meine Ohren tun wieder übelst weh, warte mal. Oh, Alter. Alter, warte mal, jetzt muss ich mal mich wieder das richtig aufsetzen. So. Alter, nochmal 5 Minuten jetzt aufnehmen, die letzten. Und dann höre ich auf. So. Boah, das tut immer übelst weh, wenn du das Headset hier 3 Jahre auf hast. Ich habe ja auch schon mal mit Facecam gemacht. Hatte ich das ja auch auf, oder hatte ich das Problem nicht? Da war ich ja nur eine halbe Stunde am Werk hin, aber jetzt ist schon wieder fast eine Stunde. So, da piept meine Uhr gerade. Es ist wieder 15 Uhr. Auch wenn man bei meinem Rechner steht jetzt 15:11 Uhr, bei meiner Uhr steht 15 Uhr. Bei der Funkuhr davon steht 14:58 Uhr. Das ist immer übelst. Ich muss die Rechneruhr hier mal wieder umstellen. Die geht immer irgendwie 12 Minuten vor oder 13. Und es werden dann mit der Zeit auch immer mehr. Genau wie bei meiner Armbanduhr sind es auch schon fast 2 Minuten. Früher war es mal 1 Minute. Keine Ahnung. Ich glaube, die Uhren haben einfach ein falsches Verständnis, wie lange eine Sekunde geht. Teilweise. Die ist dann irgendwie ein bisschen kürzer und deswegen gehen die dann übelst vor nach einer Zeit. Und wenn die Sekunde dann länger wäre, würden sie ja nachgehen. Irgendwann mal. Vielleicht machen die das auch mit Absicht zu. Damit du beschäftigt bist und immer mal die Uhr stellen musst. Nee, keine Ahnung, damit du einfach... ja, die meisten Leute, für die meisten Leute ist es ja schlecht, wenn es später ist, weil man ja heutzutage immer unter Zeitdruck steht und so. Und wenn man dann, wenn einem dann auffällt, dass die Uhr vorgeht und dass es eigentlich erst 5 Minuten früher ist, dann ist man vielleicht mal erleichtert. Zumindest bei Sachen, wo es auf die Minute ankommt. Das hat man ja auch öfter. Wenn man zum Beispiel irgendwo hin muss oder so. So, ihr Dicken. Habt ihr mal zusammen was gemacht? Nö. Wo ist denn die andere oder der andere? Hier. Naja, keine Ahnung. Sollen sie halt erstmal da rumhängen, ein bisschen chillen. Und ich beende dann erstmal die Aufnahme. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst mir konstruktive Kritik in den Kommentaren da. Auch wenn ich in letzter Zeit immer merke, dass manche Leute sich dabei erlustigen, wie sie meine Videos disliken. Immer und immer mehr. Ja, da kriegen manche Videos dann einfach grundlos 7 Dislikes oder 8 oder so. Weil einige Leute mit 3, 4 Accounts da reingehen, das disliken, ne? Das finde ich dann auch mal dumm. Aber naja, ich konnte heute übrigens live dabei sein, habe das erlebt, wie das einer meiner früheren Abonnenten gemacht hat, der mich mittlerweile deabonniert hat, weil er mich einfach nur noch ärgern will und mich, keine Ahnung, und er meldet auch immer meine Videos und bla. Ja. Gut, ich würde sagen, das wäre es gewesen für diese Aufnahme. Wie gesagt, schreibt es mir mal in die Kommentare, wie hat es euch gefallen. Ich war wieder ein bisschen ruhiger, aber ich denke mal, das ist so mal so, mal so. Manchmal sind wir ruhiger, manchmal ein bisschen gesprächiger. Hat heute auch nicht die super Gesprächsthemen am Start. Und dann würde ich sagen, haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und tschüss.